Der große Preis von Österreich ist zu Ende und wir haben einen Sieger aus der Schweiz. Und Martin Fuchs, herzlichen Glückwunsch. Dein Stern ist in Österreich aufgegangen und das ist offenbar das Pflaster schlechthin für dich. Wir haben ja letztes Jahr schon ein paar Mal die Gelegenheit gehabt, hier zu plaudern, dann im Sommer die Europameisterschaft und jetzt 5 Sterne Grand Prix. Wie geht's dir? Das ist ein sensationelles Gefühl, es ist wirklich ein super Ort für mich, Österreich, super Land. Und immer hier in der Nähe von Wien. Letztes Mal war es in Ebrachsdorf, wo ich Europameister wurde und jetzt der große Preis von Wien mit einem 5. Stern, noch etwas mehr als letztes Jahr, das ist genial. Hast du schon einmal einen 5-Sterne-Grand Prix gewonnen? Nein, einmal war ich Dritter, aber jetzt der Sieg ist natürlich ganz speziell. So, jetzt war das ein äußerst schwieriger Umlauf in diesem Grand Prix. Vor allem haben wir den Eindruck gehabt da draußen, es ist mit der Zeit schon sehr, sehr eng. Also ich will jetzt nicht arrogant klingen, aber beim Parcours anschauen habe ich noch gesagt, es geht jetzt eigentlich noch. Für mein Pferd stimmte der Parcours. Dann die Zeit war schon richtig eng, aber da prinzipiell sehr schnell und sehr flink ist, kam mir das eigentlich entgegen. Prinzipiell sprechen wir gleich über ihn. Kennt die Wiener Stadthalle und kennt auch das Gefühl, als Sieger im großen Preis dazustehen, stimmt's? Ja, das stimmt. Das ist natürlich fantastisch, wenn ein Pferd das zweimal mit einem verschiedenen Reiter gewinnen kann. Hier auch das große Dankeschön an die Besitzer Rolf und Gloria Theiler, die mir das Pferd zur Verfügung stellen. Das ist nicht selbstverständlich, so ein Top-Pferd einem jungen Reiter unter den Sattel zu geben. Viele andere hätten es einem Olympiasieger oder einem Weltranglisten Top 10 gegeben. Sie haben es uns anvertraut, meiner Familie und mir, da mein Vater und meine Mutter sehr gute Pferdeleute sind. Wir haben prinzipiell wieder aufgebaut, da er verletzt war. Und jetzt hier vorne zu stehen, das ist phänomenal. Martin, es geht weiter. Nach dem Sieg ist vor dem Sieg. Was hast du dir für dieses Jahr noch vorgenommen? Ich habe gerade so am Rande gehört, wir werden leider diesmal das Vergnügen haben, nicht das Vergnügen haben, dich in Salzburg begrüßen zu dürfen. Du bist wo? Ich werde im Weltcup in Genf sein. Es ist natürlich sehr schade, dass das am selben Wochenende ist. Ich wäre richtig gern nach Salzburg gekommen. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr, wenn es verschiedene Daten hat, aber der Weltcup in der Schweiz geht halt etwas vor. Kann man verstehen. Ich weiß nicht, ob du dich in der Schweiz dann bei irgendeiner Prüfung deiner Klamotten entledigen darfst. In Österreich dürftest du jederzeit auch immer wieder an den Start gehen. Herzlichen Glückwunsch noch einmal. Danke, dass du da bist. Gratulation, fantastischer Sieg. Ja, und jetzt eine Tradition mit den Siegern des letzten Springens am Abend.